Dieses Modell veranschaulicht die Lehren des Anaxagoras. Da Anaxagoras die Sinnesempfindungen ernst nimmt und nicht, wie seine Vorgänger, als bloßen Schein beiseite schiebt, gelangt er zu einer unendlichen Zahl verschiedener Elemente je eigener Qualität. Das Helle, das Dunkle, die Luft, die Erde, das Fleisch und so weiter. Aus all diesen Qualitäten sind die Dinge gemischt. Für Anaxagoras gibt es kein Entstehen oder Vergehen, sondern eine Mischung und Entmischung verschiedener Elemente. Wovon am meisten Teilchen vorhanden sind, als das erscheint uns das jeweilige Einzelding, so sind in jedem Wassertropfen ganze Welten enthalten. Im Anfang des Alls ist alles gleichmäßig gemischt. Unser Modell zeigt im Hintergrund den Nous-Wirbel, der mit Gott, Geist und der bewegenden Ursache vergleichbar ist. Entwicklung geschieht nicht spontan, sondern von Nous initiiert. Der Nous erfasst alles nacheinander in einer Wirbelbewegung. Er ist bewegende Ursache, als einziges unvermischt, aber durch alles durchgehend und den Lebewesen innewohnend. Die vielfältigen Qualitäten sind im Modell im Brot vermischt dargestellt. Da unser Körper und seine Teile aus dem Brot ernährt werden, nahm Anaxagoras an, dass in ihm alle existierenden Dinge bereits als Teilchen enthalten sind, welche beispielsweise Blut, Haare und Knochen hervorbringen. Anaxagoras kam um 460 vor Christi aus Ionien nach Athen und wurde Freund des großen Staatsmannes Perikles. Wegen Religionsstörung angeklagt und verbannt, ging er wieder nach Kleinasien. Neben seiner erstaunlich modernen Wirbel-Urknall-Theorie entmythologisiert Anaxagoras noch andere Zusammenhänge auf naturwissenschaftliche Weise. Der Sonnengott Helios ist für ihn nur ein glühender Klumpen. Die Seele des Menschen ist sterblich und der Mensch das einzige vernünftige Wesen, weil er Hände hat. Übrigens verfasste er das erste griechische Buch, das mit Diagrammen versehen ist.